Verehrte Mitglieder des Wirtschaftsbeirates Bayern, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum virtuellen Gespräch mit zwei überaus interessanten Gesprächspartnern, Herrn Helmut Jeckle und Herrn Dr. Thomas Strüngmann. Beide Herren werde ich Ihnen gleich vorstellen. Wir sprechen heute Abend in 30 Minuten über das spannende Thema, wann kommt der Impfstoff? Doch zunächst zu meinen beiden Gesprächspartnern. Helmut Jeckle ist geschäftsführender Gesellschafter der Artus AKG, einem neuen Firmenmitglied bei uns im Wirtschaftsbeirat Bayern. Darüber habe ich mich sehr gefreut über den Beitritt. Und er ist zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Metabion AG, eines der Unternehmen, meine Damen und Herren, die seit Monaten intensiv an einem Impfstoff arbeitet. Schön, dass Sie heute sich für uns Zeit genommen haben. Ich freue mich genauso, dass Herr Dr. Strüngmann heute bei uns mit in der Schalte ist. Herr Dr. Strüngmann hat viele Unternehmen gegründet. Unter anderem ist er Gründer des Pharmaunternehmens Hexal und auch Investor in zahlreichen Firmen, auch bei der Metabion als Investor sehr aktiv. Also zwei Herren, die prädestiniert sind, zu unserem Thema heute zu sprechen. Meine Damen und Herren, Covid-19 bestimmt unseren Alltag. Hier in Bayern wie auf der ganzen Welt, Ausgangssperren, Lockdowns, Quarantäneregelungen, Tests. Nur wenn wir einen Impfstoff haben, werden wir peu à peu ein Stück weit mehr Normalität in unserem Leben wiederfinden. Herr Jeckle, Herr Strüngmann, große Hoffnungen werden auf die BioNTech AG gesetzt. Wann kommt der Impfstoff? Und sagen Sie mal ganz offen, wenn der Impfstoff dann da ist, glauben Sie, dass es dann wieder leichter sein wird, auch das öffentliche Leben wieder hochzufahren? Vielleicht zunächst Herr Jeckle und dann Herr Dr. Strüngmann, bitte. Ja, grüß Gott, Frau Nebel, guten Tag. Wir haben ja bisher immer kommuniziert, dass die ersten Auswertungen zu unserer Phase 3-Studie Ende Oktober, Anfang November kommen wird. Ende Oktober haben wir gesehen, Anfang November sind wir noch mittendrin. Das heißt, ja, wir warten noch gespannt. Man muss eigentlich sehen, wir haben hier eine große Studie mit 44.000 Probanden. Da ist es schwierig, auf den Tag, auf die Woche vorherzusagen, wann Daten zu der Studie veröffentlicht werden. Es handelt sich hier ja um eine randomisierte Studie, das heißt, es gibt eine Gruppe, die den Impfstoff erhält und eine Gruppe von Probanden, die ein Placebo erhalten. Und deshalb auch dieses Identifizieren von Hotspots, um die notwendige Anzahl von Patienten in der Probandengruppe dann zu haben. Das heißt, man schaut sich nach einer gewissen Zeit die Anzahl der Fälle an und hofft natürlich, dass in der Gruppe der Probanden, die den Impfstoff bekommen haben, möglichst wenig Fälle zutage treten und in der nicht geimpften, mit Placebo behandelten Gruppe die Fälle sind, um damit dann bei 44.000 Probanden genug Teilnehmer zu haben, die für eine statistische Signifikanz reichen. Wie gesagt, nach wie vor Ende Oktober, Anfang November, daran halten wir fest. Dann werden wir die Daten der Studie sehen. Dann wird es eine Nachlaufphase geben, die wird von der Regulatorik bestimmt für 6 Wochen, wo nochmal die Ergebnisse betrachtet werden. Das heißt, wenn wir so weiterarbeiten, nach wie vor realistisch, Ende Dezember, Anfang erstes Quartal nächstes Jahr, eine konditionale Zulassung. Vielen Dank, Herr Jeckle. Herr Dr. Strüngmann, möchten Sie dazu gerne ergänzen, bitte? Ja, ich kann an den Worten eigentlich nur folgen und Jeckle ist auch an diesem ganzen BioNTech ja als Aufsichtsratsvorsitzender viel näher dran. Ich möchte das nur als Hoffnung und vielleicht auch optimistisch sein, zu sagen, wirklich, dass ich ja, dass Anfang des nächsten Jahres der Impfstoff zugelassen wird. Das ist, und bis jetzt bin ich eigentlich noch sehr optimistisch diesbezüglich. Ja, vielen Dank. Also ich finde, das sind erstmal sehr optimistische Nachrichten. Ich nehme mit, dass Sie im Endspurt sind sozusagen. Wenn Ihre Studien abgeschlossen sind, Sie die nötige Signifikanz nachweisen können, dann kommt die Zulassung. Davon gehe ich aus. Und wenn auch die regulatorischen Fragen geklärt sind, wie geht's denn dann weiter?
Lieber Herr Jeckel, lieber Herr Dr. Strüngmann, sind denn die Produktionskapazitäten schon vorhanden, um den Impfstoff dann auch in ausreichenden Mengen herzustellen? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen informieren und ausleuchten. Weil, wie sieht es denn mit Lagerung aus? Es ist ja berichtet worden in den Zeitungen, dass man also hier sehr gekühlt lagern muss. Wie wird denn dann die Verteilung organisiert? Hat BioNTech da schon die notwendigen Vorkehrungen getroffen oder brauchen Sie noch politischen Support? Vielleicht Herr Jeckle zuerst und wieder Herr Dr. Strömmann, bitte. Genau, wir haben es so aufgeteilt, die Themen zu BioNTech beantworte ich, weil ich einfach näher dran bin und Herr Sprüngmann dann aus seiner Sicht die allgemeinen. Wir planen bei der BioNTech für den Erfolg, was die Wirksamkeit der Studie betrifft. Das heißt, man muss rechtzeitig dafür auch Themen in die Wege leiten, was das Thema Produktion und Versorgung betrifft. Wir hatten vor 4, 6 Wochen eine Produktionsstätte von Novartis in Marburg übernommen. Die wird uns die Möglichkeit geben, ausreichend Kapazität zu produzieren. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir dieses Jahr ungefähr 100 Millionen Dosen, Impfdosen produzieren und nächstes Jahr circa 1,3 Milliarden. Aufgrund diesem Berg in Marburg, wo wir wirklich auch sehr viel Hoffnung haben, weil wir dort eine Möglichkeit hatten, gute Leute, trainierte Leute zu übernehmen, die genau aus diesem Bereich kommen. Und von dem her sind wir da optimistisch, was die Versorgung betrifft, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich so, wir müssen einen Großteil der Weltbevölkerung impfen. Das heißt, es wird nicht nur der Impfstoff der BioNTech sein. Wir brauchen auch andere Firmen, die rechtzeitig Impfstoff auf den Markt bringen, um gemeinsam diese Menge an Herausforderungen zu lösen. Das Thema mit der Kühlung, das ist ein Thema bei einem Impfstoff. Es muss eine geschlossene Kühlkette geben. Unser hat momentan Daten, dass er bis zu 5 Tage dann bei Kühlschranktemperatur gelagert werden kann. Und auch das wird im nächsten Schritt auch optimiert, um den länger bei diesen Temperaturen zu halten. Bei der Versorgung betrifft weniger uns. Wir haben hier Vorverträge gemacht mit der EU-Kommission, mit USA. Das heißt, es gibt eine Regulatorik dort auf der Ebene der Länder, diese Versorgung, die Verteilung, die Distribution zu organisieren. Ja, vielen Dank. Also nochmal, die Verteilung ist ja dann das, was auch unsere Zuschauer wahrscheinlich am meisten interessieren wird. Es gibt ja die Vorschläge der Kommission, wie man, sage ich mal, intelligent einen Impfplan erstellt. Wir haben die nationale Impfstrategie. Bayern hat hier auch Vorschläge erarbeitet. Herr Jeckle, darf ich nochmal nachfragen? Das sind gute Ansätze oder wie würden Sie das aus Ihrer Sicht bewerten? Ja, ich glaube, dass wir da momentan eine sehr enge, eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Wir unterstützen, wo wir können und auch der vorgelegte Plan, wie es über die Impfzentren dann abgegeben werden kann, glaube ich, ist der einzig sinnvolle. Es kann nicht von den Unternehmen entschieden werden. Es muss ein Regulativ geben auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene, wie Verteilung stattfindet. Aber ich glaube, wir haben da auch noch ein bisschen Zeit, dass die nächsten Wochen final zu optimieren, aber soweit die Gespräche momentan sind und so ein Prozess, so ein Projekt gemanagt werden kann, sind wir dann meines Erachtens momentan auf Höhe mit dem Ball. Prima. Und auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern, Herr Jeckle, auch das läuft auch rund, wenn ich das jetzt so aufgreife, was Sie gerade auch uns dargelegt haben. Da gibt es also Ja, nee, keinen also im Nachbesserungsbedarf. Moment. Im Moment sind wir dort sehr eng. Also das ist auch wirklich sehr gut, weil wir ein sehr enges, abgestimmtes Verhalten haben, was in der Situation auch notwendig ist, um diese Aufgabe der Komplexität zu lösen. Vielen Dank. Dann erlauben Sie mir, Herr Jeckle, dass ich nochmal Herrn Dr. Strüngmann direkt anspreche. Wir wollen ja auch vielleicht über den Impfstoff hinaus das ein oder andere ausleuchten. Sie beide sind ja als Innovatoren, als Investoren, als Gründer bekannt, auch als Mahner, dass wir in Sachen Innovationsförderung, Innovationsforschung da viel progressiver in der Europäischen Union unterwegs sein sollten, dass wir unternehmerisch denken müssen und unsere jungen Leute auch motivieren müssen, unternehmerisch zu denken. Mal Frage an Sie, lieber Herr Dr. Strüngmann, nachdem Sie da ja viel Kontakte haben, sind wir da gut aufgestellt bei uns in Bayern, in Deutschland oder auch in Europa oder was vermissen Sie denn so, dass wir das Land der Gründer, der Innovatoren, derjenigen werden, die an der Spitze von Forschung stehen?
Vielleicht, dass ich das Wort direkt an Sie geben darf. Bitte. Tja, Frau Meister-Niebler, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, wenn ich dann sehe, dass jetzt gerade die Forschungsgelder gekürzt werden und das in der jetzigen Zeit, da muss man sich da schon sehr wundern. Wir haben zwar jetzt zwei deutsche Firmen, die gerade jetzt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt sind, also CureVac und BioNTech, aber dass dann, möchte ich sagen, als Zeichen nach außen, möchte ich sagen, als Forschungsstandort Europa jetzt die Forschungsgelder gekürzt werden, ist mir unbegreiflich. Das, entschuldige ich mich mal so erstmal, wie mich ausdrücke diesbezüglich. Und gerade möchte ich sagen, dass ich finde, dass gerade jetzt diese EU das als Chance begreifen sollte, doch hier, möchte ich sagen, zusammenzustehen und ein vereintes Europa gegen Amerika und China sich aufzustellen. Denn ich sehe eigentlich in der Zukunft, dass Deutschland gegen Amerika und China ja, sehr geringe Chancen hat. Und ich sehe das nur als Europa, wir eine Chance haben, gleichwertig aufzutreten, was zukünftig, was die, ob das nun die künstliche Intelligenz ist, ob das nun die ganze Klimawandel-Thema ist und die ganzen technischen Plattformen. Da muss ich dazu sagen, das bekümmert mich sehr, wenn ich das gleich mal Ihnen so sagen darf. Ja, vielen Dank. Aber da habe ich vielleicht auch eine gute Nachricht für Sie, weil wir diese Woche ja auch im Europaparlament mit den Mitgliedstaaten zusammen hier unseren Haushalt durchberaten haben. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben im Parlament alles daran gesetzt, dass eben gerade im Bereich Forschung, Entwicklung, Innovationsförderung, Investitionen in die intelligenten Köpfe durch Förderung von Austauschprogrammen, Erasmus etc., dass da auch in den nächsten Jahren mehr Geld hineingesteckt wird. Die Mitgliedstaaten hatten das ja alles runtergekürzt. Und also da vermelden, dass wir uns da jetzt Stand heute durchgesetzt haben. Wir werden im Parlament nächste Woche darüber abstimmen. Und es sieht gut aus, dass wir da doch noch eine vernünftige Verabredung hinkriegen. Also Ihre Mahnung, da auch wirklich in die richtigen Felder zu investieren, ist bei uns doch auf sehr offene Ohren gestoßen. Also vielen Dank hierfür, Herr Jeckle. Dazu vielleicht auch was. Sie sind ja auch viel unterwegs und sehen viel in den Unternehmen, in den Firmen. Was können wir denn noch lernen? Wie schaffen wir es denn wirklich an der Spitze der technologischen Entwicklung auch weiterzustehen? Vielleicht haben Sie noch Anregungen. Bitte. Naja, sagen wir so, im Moment sind wir es ja. Also wir haben ja mit CureVac und BioNTech zwei Firmen, die neben der amerikanischen Moderna in diesem Bereich von einer neuen Technologie wirklich ganz vorne sind. Und wenn man sich anschaut, dass dort die letzten Monate von wir kennen dieses Thema nicht Corona und wir sind jetzt dabei, die nächsten Wochen hoffentlich dann die Daten in der finalen Phase 3 zu zeigen, das ist schon unglaublich, was dort geleistet wurde in den Firmen. Und vielleicht kann man das ja auch Absolut. positiv nehmen, dass wenn wir mal so eine Situation haben in Deutschland, wo wir wirklich mal wieder in der Pharmawelt oder in der Entwicklungswelt. Jetzt, meine Damen und Herren, ist der Ton weg bei Herrn Jeckle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Herr Ich höre Sie Strömann, prima. Nein, er ist weg. Für mich ist Herr Jeckel weggemacht. dann weiß ich nicht, lieber Herr Strömann, ob Sie den Gedanken noch zu Ende führen wollen, den Herr Jeckle gerade begonnen hat. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Für mich ist, Herr Jeckle sagt, es ist eine Riesenchance eigentlich, dass plötzlich hier zwei Firmen stehen und dass man das eigentlich auch als Motivation nehmen sollte hier, dass das, ich sage immer, in Amerika ist der Himmel nicht blauer als in Deutschland. Und wir haben so viel Potenzial, dass das großartig ist und dass man das auch entsprechend ausnutzen sollte. Ja, danke hierfür. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir den Herrn Jeckle nochmal reinholen können. Ansonsten, lieber Herr Strömmann, freue ich mich mit Ihnen, das Gespräch fortsetzen zu dürfen und würde gerne nochmal eine Sache auch ansprechen, weil ich glaube, dass Sie da einen besseren Überblick haben wie ich, die ja auch immer wieder thematisiert wurde unter den Mitgliedern im Wirtschaftsbeirat. Wir haben über den Impfstoff gesprochen. Aber viele sagen, wir müssen ja auch im Bereich Therapien, Arzneimittel uns da noch weiterentwickeln.
Also, und wir werden auch Covid-19 nur in den Griff kriegen, wenn wir eben nicht nur auf den Impfstoff setzen, sondern vielleicht auch uns auch mit Blick auf Arzneimittel und therapeutische Maßnahmen uns noch was Innovatives einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie in dem Bereich auch zu Hause sind und uns da auch ein bisschen ein Gespür dafür geben können, in welche Richtung man sich da noch weiterentwickeln sollte oder was Sie da aus der Branche so hören. Also es gibt ja die verschiedenen Ansätze jetzt hier auch die medikamentöse Therapie des Covids anzugehen. Und ich glaube sicherlich, dass wir im nächsten Jahr dort auch einiges Positives sehen werden. Auch wenn heute gerade bekannt gegeben worden ist, dass Novartis mit einem Antikörper leider Fehlschlag war. Trotzdem, ich muss dazu sagen, wenn ich gerade auch, was ich heute gelesen habe, dass alle Nerztiere in Dänemark getötet werden müssen, weil hier doch eine Corona-Übertragung stattgefunden hat von Mensch zu Tier, Tier zu Tier, Tier zu Mensch, plus eine Mutation. Dann muss ich sagen, liebe Leute, alle, wir müssen zusammensetzen, eigentlich hier die Entwicklung voranzutreiben, weil es wird nicht nur bei dem bleiben, sondern es ist wieder ein Warnschuss, dass wir doch einer Zeit entgegensehen, dass wir mit der Pandemie immer leben müssen. Völlig, völlig richtig. Und ich glaube, da ist auch Europa gefragt, dass wir da zusammenarbeiten und dass wir kooperieren. Mich freut es ja auch, dass die Europäische Kommission und vor allem auch die Forschungskommissarin und Frau von der Leyen unterstützt das auch sehr stark, dass wir wirklich internationale europäische Forscherteams gegründet haben, um die Probleme auch in den Griff zu kriegen und gemeinsam zu erarbeiten und zu forschen. Also das mit Dänemark habe ich auch aufmerksam verfolgt. Das ist ja schon ein Drama, was sich da abspielt. Ja, aber Sie sind zuversichtlich, dass wir auch mit Blick auf Therapien und auf Arzneimittel hier Fortschritte machen können. Das freut mich erstmal zu hören und mich freut es auch, dass wir jetzt den Herrn Jeckle wieder haben und er wieder zugeschaltet ist. Lieber Herr Jeckle, Ihren Gedankengang hat der Herr Dr. Strüngmann weiter zu Ende formuliert. Schön, dass Sie nochmal dabei sind. Ja, also wir haben auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Ich hatte nochmal angesprochen, ob es nicht auch im Bereich therapeutische Maßnahmen und Arzneimittelweiterentwicklungen geben wird oder geben sollte, die uns helfen, Covid-19 zu bekämpfen. Und Herr Strüngmann ist in dem Zusammenhang auch auf die aktuelle Entwicklung in Dänemark nochmal eingegangen. Ich weiß nicht, ob ich Sie nochmal einladen darf, vielleicht auch dazu nochmal was zu sagen, wie Sie es bewerten, wenn wir in der Gesamtschau Impfung plus Arzneimittel plus therapeutische Maßnahmen, wenn wir in allen Bereichen vielleicht Anfang nächsten Jahres dann doch Verbesserungen vorstellen, Impfstoff verfügbar ist, ja, die Zielgruppen schon gezielt angegangen sind. Ich versuche mal Ihnen beiden zu entlocken, dass wir ein bisschen Hoffnung aus unserer Schalte heute auch mitnehmen mit Blick auf das Jahr 2021. Herr Jeckle, ich Ja, strahle wie Sie gesagt, an in also. Hoffnung, Sie haben eine gute Nachricht für uns. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber wie gesagt, wir planen optimistisch, weil wir müssen eigentlich auch die nächsten Themen vorantreiben. Und von dem her immer zu warten, bis wir die Ereignisse dann auch selber kennen, wäre zu schwierig und auch vom Zeitaufwand her. Sondern wir sehen ja von der Phase 1, dass die Verträglichkeit wirklich sehr, sehr gut ist, sowohl in den unterschiedlich publizierten Studien Deutschland und USA. Von dem her sind wir schon sehr optimistisch. Und das Thema in Dänemark zeigt natürlich auch diese Gefahr der Mutation. Und auch deshalb, wir brauchen den Impfstoff, wir brauchen mehrere Firmen, die einen Impfstoff bringen, um einfach die Menge an Leuten dann auch dementsprechend zu schützen. Weil ansonsten wird uns das wirklich die nächsten Jahre begleiten. Vielleicht jetzt nicht in der extremen Form, wie wir es jetzt haben, aber es wird immer irgendwelche Brennpunkte geben, wo dann wieder neu hochkommen. Wo wieder unkontrolliert erst sein werden, bis man es dann erkennt und dann dementsprechende Reaktionen trifft. Ich glaube, wir machen das momentan ganz gut. Es ist eine unglaubliche Herausforderung an jeden Einzelnen von uns und von dem her auch, ja, wir hoffen von dem her auch, dass wir damit den Beitrag leisten können, mit der Arbeit bei der BioNTech, um dieses Thema ein Stück weit einigermaßen zeitnah zu kontrollieren. Also vielen Dank hierfür, Herr Strüngmann. Dazu auch nochmal eine Ergänzung oder einen Gedanken, den Sie hineintragen wollen in unsere Diskussionsrunde. Nein, ich
Ja, ich habe das eigentlich schon gesagt. Ich bin sehr, sehr happy darüber, dass wir hier unseren kleinen, möchte ich sagen, Beitrag leisten. Und ich hoffe wirklich, dass BioNTech und dem Team, dass ich wirklich dem alles wünsche und den großen Anstrengungen, die sie dieses Jahr gemacht haben, dass sie dort zum Erfolg kommen. Vielen Dank, dem kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche mir sehr wirklich, dass auch der erste Impfstoff jetzt hier aus Europa kommt. Ich meine, wir haben ja alle mitverfolgt, was in Russland, dass in Russland der Impfstoff Sputnik 5 ja auf den Markt ist. Aber nach dem, was man liest, ich kann es ja nicht selbst beurteilen, die Nachfrage sich doch sehr in Grenzen hält. In China ist man ja, glaube ich, auch schon sehr, sehr weit. Aber getestet anders, wie das bei uns in Europa gemacht ist. Ich kann nur sagen, ich bin froh, meine Herren, dass wir hier so strikte, strenge Testprozeduren, Zulassungsverfahren haben, dass mehrfach drüber geschaut wird. Herr Jeckler, wie Sie aufzeigten, jetzt auch zu Beginn, wie das Testverfahren bei BioNTech läuft, ja, mit den zwei verschiedenen Probanden. Also das beruhigt mich einfach, weil wenn man die ganze Welt ja durchtesten will, dann muss man schon sicher sein, dass es auch ein Impfstoff ist, der wirklich die Wirkung erreicht, die auch mit dem Wirkstoff angestrebt wird. Also das beruhigt mich sehr. Jetzt würde ich, weil die Zeit schon fast wieder vorbei ist, gerne zum Schluss kommen. Meine Herren, die letzten Monate waren ja für Sie zwei eine unglaubliche Belastungsprobe. Und wenn ich höre, was jetzt ansteht, ja, wenn dann, also nach der Zulassung, die muss ja auch erst nochmal unter Dach und Fach sein, wenn es dann in die Produktion geht, in die Lagerung, in die Verteilung, in die Distribution, da sind Sie ja auch nochmal ohne Ende gefordert. Ich frage jetzt Sie beide zum Abschluss einfach nach in diesen letzten Monaten, in denen Sie ja extrem auch belastet waren. Was hat Sie denn am meisten immer wieder motiviert und gefreut? Also woran haben Sie sich festgehalten, mit Blick auf Ihren täglichen Stress, den Sie hatten? Und worauf, lieber Herr Jäckle, lieber Herr Dr. Strüman, freuen Sie sich denn am allermeisten, wenn wir irgendwann Covid auch mal abgehakt haben? Vielleicht in umgekehrter Reihenfolge, vielleicht beginne ich diesmal mit Herrn Dr. Strüman. Bitte. Ganz einfach. Ich freue mich wieder, meine sozialen Kontakte zu pflegen, die im Augenblick sehr, sehr begrenzt sind, weil ich die Gefahr des Virus sehr, sehr ernst nehme und sehr, sehr viel in Quarantäne bin. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Strömborn. Ich darf Herrn Jeckle aufrufen, bitte. Ja, ich glaube, es geht uns ja alle gleich, das unbeschwerte Zusammensein, wenn man sich wieder normal ohne irgendwelche Limitierungen mit anderen Leuten treffen kann, sich bewegen kann. Wenn ich sehe, dass unser Sohn jetzt in der Schule Maske trägt, also mit den ganzen Einschränkungen, solange es auf dem Schulhof war, war das okay und die haben das auch gut aufgenommen in der Schule, es wurde gut umgesetzt. Aber er sagt jetzt halt auch mit der Maske 6 Stunden, das ist dann irgendwann ungut. Und von dem her, ich glaube, gerade für Kinder in dem Alter ist dann auch schwierig, das irgendwann zu verstehen, zu akzeptieren. Und ja, positiv muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben eine Nachbarschaftssolidarität erfahren. Wir haben mehrere ältere Leute in der Nachbarschaft. Wenn jemand zum Einkaufen geht, dann fragt man, ob jemand was braucht. Da gibt es viel mehr Gespräche am Gartenzaun, als es früher gab. Hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass ich mehr während des Tages daheim bin, was ich normalerweise vielleicht nicht so sonst so bin. Also dem her. Aber ja, also gerade das Zusammensein der Nachbarschaft im kleineren Kreis war sehr positiv. Ja, vielen Dank für diesen doch positiven Ausblick. Und ich kann Ihnen sagen, auch wir im Wirtschaftsbeirat Bayern, wir freuen uns unglaublich. Wir sind seit März ja auch jetzt nur noch digital unterwegs im Remote-Betrieb. Wir hatten in der Sommerzeit gehofft, dass wir im Herbst gerade zu unserer großen Generalversammlung und auch schon zum Wirtschaftstag vielleicht uns doch persönlich begegnen können, aber das muss man dann alles immer wieder umsteuern. Also auch wir freuen uns riesig, wenn es wieder zu einer persönlichen Begegnung kommt. Und Sie beide lade ich einfach herzlich ein, kommen Sie auch zu unseren Veranstaltungen. Wir freuen uns ausgesprochen, mit Ihnen weiter im Gespräch zu sein. Sie sind zwei super spannende Gesprächspartner. Ich danke von ganzem Herzen für diese für mich überaus interessante und Diskussion und das Gespräch mit Ihnen. Ich weiß jetzt mehr, als ich vorher gewusst habe. Und ich bin jetzt einfach zuversichtlich und drücke Ihrem Unternehmen BioNTech ganz, ganz fest die Daumen,
dass möglichst zeitnah wirklich die Marktreife ihres Impfstoffes verfügbar ist und dass dann auch mit Produktion und Distribution einfach alles rund läuft. In diesem Sinne, wenn es Themen gibt, die in der Politik nochmal aufgegriffen werden sollen, bitte schön, wenden Sie sich auch an uns, an mich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Wir helfen gerne, wo wir helfen können. Für heute ein Dankeschön. Bleiben Sie beide gesund. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und hoffentlich möglichst wenig Stress. Und das wünsche ich natürlich auch allen Damen und Herren, die sich heute zu uns zugeschaltet haben. Wir wollten Sie einfach, meine Damen und Herren, ganz kurzfristig aktuell informieren. Wir haben zwei so hochkarätige, spannende Gesprächspartner erleben dürfen. Und ich verspreche Ihnen, bei nächster Gelegenheit gehen wir wieder on air und holen uns interessante Leute rein, die uns einen vertieften Einblick in die Themen geben, die uns gerade alle am allermeisten beschäftigen. Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschalten. Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung und bleiben Sie gesund. Das ist das Allerwichtigste. Sind Sie vorsichtig und umsichtig, wie unser bayerischer Ministerpräsident zu Recht immer sagt. Und auf ganz, ganz bald, entweder digital zugeschaltet oder bei der nächsten persönlichen Begegnung, auf die ich mich persönlich am allermeisten freue. Einen schönen Abend und ich schließe offiziell unsere virtuelle halbe Stunde Talk der Präsidentin mit spannenden Gästen. Bis zum nächsten Mal. Ein herzliches